So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Gibt mal wieder ein Video. Die Post war da. Das ist jetzt die Post war da Nummer 60. Ich habe jetzt gerade vorher echt drei alte Die Post war da Videos veröffentlicht. 57, 58, 59. Das war jetzt aber alles Kamera-Equipment. Hier muss jetzt tatsächlich mal wieder Dampfmaterial dabei sein, will. Ich glaube, das ist von Everzone, das habe ich am 4. Oktober war es, glaube ich, bestellt. Das ist jetzt 3 Monate unterwegs. Ich hoffe, das ist das. Nur sagen wir, guckt mal, ob es das ist und was da kommen ist. So, dann gehen wir auch gleich direkt auf den Tisch. Und dann schneiden wir das Paket mal auf. Ich hoffe, dass es das ist. Weil sonst wüsste ich nicht, was da kommen sein könnte. Und die haben jetzt echt auch nichts mehr anderes bestellt, weil ich halt schon ewig auf diese Lieferung wartete. Ja, und das ist jetzt der 4. Versuch, das Video aufzunehmen. Ich habe jetzt vorher die ganze Zeit mit OBS das Problem gehabt, dass die Codiereinstellung überlastet war. So, das ist jetzt nochmal extra verpackt. Und gucken wir mal da, ne? Ja, das ist nicht das. Das ist nicht das, was sie denken. Das ist tatsächlich was anderes. Da kommt Aroma raus. Aroma kommt raus. Tatsächlich, da bin ich gar nicht so arg lang von einer Firma angeschrieben worden. Das muss wohl diese Firma sein. Und die hat irgendwie gemeint, sie möchte ihre Produkte in Deutschland einführen und ob ich da Interesse hätte, das zum Testen. Da ist nichts dabei gestanden, ob ich da Interesse habe, ein Video zu machen, sondern rein, ob ich das testen möchte und ein Feedback gebe. Und dann ja, also gut. Dann kann ich das mal ausprobieren und testen und wenn es mir gefällt, dann mache ich darüber ein Video und wenn es mir nicht gefällt, dann mache ich halt kein Video. Auf jeden Fall ist da irgendwas mit Nikotinsalz dabei, mit 20 Milligramm. Ich vermute mal, das sind dann letztendlich auch die Shots, was man hier mit reinkippen kann. Und hier haben wir, fühlt sich schwer an, das ist also meiner Meinung nach dann ein Shotfill. Ja, Shotfill-System, also vorgefüllt mit oder fertiges Liquid, wo halt noch ein Nikotinshot oben drauf kommt. Was Modi jetzt herkommt, das kann ich euch jetzt gar nicht sagen. Ich glaube aber, das war irgendeine Firma aus England, wo mir da angeschrieben hat. Nikotinfrei, 50 Milliliter. Super Berry Sorbet. Coil Sauce. Double Drip Coil Sauce. United Kingdom, also England. Vaporize Labs LTD. Cool. Ja, warte mir angucken und naja, warte ich mal so vorab probieren. Und wenn ich sage, ja, das ist etwas, wo man empfehlen kann, muss dann auch mal gucken, wie teuer das die sind. Und dann warte ich hier drüber eventuell auch ein Video machen. Dann sind wir schon wieder durch mit dem Video. Ich habe jetzt echt gedacht, das ist meine lang erwartete Sendung von Everzone. Everzone, also echt schlimm, weiß ich, ob ich bei denen nochmal was bestellen soll. Die sind zwar echt günstig, aber wenn ich 3 Monate auf ein Paket warten muss, das ist traurig. Das hier war jetzt tatsächlich schnell da. Ich glaube, die haben mir irgendwann letzte Woche angeschrieben.
wenn von euch jemand den Hersteller kennt und da schon irgendeine Meinung dazu hat, der kann das mal gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Also die Verpackung sieht auf jeden Fall mal sehr edel aus. Schimmerten alle Farbe. Bin mal gespannt, ob die mir schmeckt, ob ich die euch vorstelle oder ob ich sie nicht vorstelle. Gut. In dem Fall sind wir am Ende vom Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Weitere Videos könnt ihr dann natürlich auch angucken von mir. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniere ich auf YouTube kostenlos. Und dann bis die Tage. Bis zum nächsten Video. Tschüss.